Da hinten ist so dunkel. Geh ich nicht tot? Ich meine, gehe ich nicht drauf, wenn ich durch so den so grauen, dunkelgrauen, blauen Nebel? Hallo? Hallo? I've been able to ground several of my inventions in our normal baseline dimension as well. That's why quadrangle technology doesn't shift. Können wir uns schon keine Leitern, Treppen mehr leisten? Jetzt müssen wir schon die Balken rauflaufen. Da gehe ich doch die Wände hoch. Ach, da ist er wieder, der kleine Maulwurf. Und es hat mal wieder alle aus dem Chat geschmissen. Also nicht alle, aber fast. Hallo Akayu, schönen guten Abend. Jetzt pass auf. Ich will gar nicht wissen, was man hier machen muss. Also wir haben jetzt auf der 3. Wir müssen aber schnell wissen, ob das geht. Die 3 geht. Und Q geht auch. Q und 3, okay. Auf 3 können wir jetzt Zeit verlangsamen. Ich weiß noch nicht warum. Aber schauen, ob ich das. Ob ich mich da schlau genug anstelle, It looks like wahrscheinlich you could use a little more time with that inverter switch. Ich weiß gar nicht, was ich da alles machen muss. Ich brauche 2 von diesen Kisten. Wir haben aber nur eine Kiste. Ich brauche eine zweite Kiste. Wir müssen an dieses Ding rankommen. Dafür brauchen wir eine Kiste hierfür. Die 2 habe ich aber schon. Fluffy fehlt mir aber noch. Fluffy kann ich dann aber nur gegen irgendwas austauschen. Das ist ja unverschämt. Or basic orthogonal traversing bot. I invented them a long time ago to perform simple tasks. Ach, du meine Their Güte. artificial intelligence is extremely simple, but it helps to keep the house in order. Also hierfür brauchen wir eine Kiste. Die dann, nee, hierfür brauchen wir erstmal eine Kiste, die wir durchwerfen können, damit wir uns da ein Safe mitnehmen können. Ein Safe können wir aber nur mitnehmen, wenn wir die Fluffy Dimension haben. Für die Fluffy Dimension brauchen wir hier erstmal eine Kiste, die wir da draufstellen. Wir brauchen aber hierfür eine Kiste, damit hier die Laser weggehen. Wenn wir also vielleicht jetzt auf langsam umstellen mit der 3 und dann die Kiste mitnehmen, bin ich vielleicht schnell genug, hier durchzukommen, bevor ich gebrutzelt werde. Sehr schön. Dann kann ich das da draufstellen, dann drücke ich hier auf Q, dann geht das nach unten, dann kriege ich mein Fluffy. Hallo, Ike. Fluffy. So. Dann kann ich Fluffy gegen irgendwas austauschen. Gegen was tausche ich das aus? Aktuell gegen das da oben, weil wir... Bleibst du weg? Weil wir hier verlangsamen gerade nicht brauchen. Ich muss ja jetzt eben schnell, aber nicht weglaufen. Ich muss ja eben nur schnell die Kiste hier durchschmeißen, damit wir uns da noch ein paar andere Sachen holen können. Zack. Damit wir uns dann die Sachen wieder nach drüben werfen können. Einmal. Zweimal. Ich weiß nicht, wie viele ich haben darf. Ich nehme mal ein paar mit. Kann ich hier eigentlich welche direkt durchwerfen? Nee, ne? Hallo? Hallo? Kann ich die vielleicht hier schon durchwerfen? Da sind überall Gitter daneben. Das ist natürlich doof. Das geht also nicht. Das wäre zu einfach gewesen. Dann hätte ich die nicht hier außen rumfahren müssen. Gut. So, jetzt haben wir uns ein paar Saves geholt. Jetzt müsste ich das Ganze wieder zurückstopfen. Oder? Nee, jetzt müssen wir erstmal einen Save, den können wir dauerhaft da abstellen. Das ist ganz praktisch. Der ist nämlich in jeder Dimension, drückt er nach unten. Achso, nee, den brauchen wir gar nicht. Da ist die Tür immer zu. Nee, wir können einen Save nehmen, den wir dauerhaft da reinkugeln. Oder? Das müsste doch gehen. Dauerhaft in die untere Tür kugeln lassen. Nee, aber der wird zerstört, sobald wir auf Fluffy gehen, wird er zerstört. Also bringt uns das doch eigentlich auch nichts. Wir können dann nur die Kiste... Ach doch, ja, ja. Wir können dann die Kiste bewegen, das geht. Also passt auf. War ja klar, dass das wieder nicht geht, ey. Ich krieg die Kotze. So war das nicht gemeint. Mist, ich hole mir nochmal schnell einen neuen Safe. Jetzt aber. Schmeiß, flieg.
Wieso geht das denn nicht? Wieso kippt das denn immer wieder zurück? Ich fühle mich leicht verarscht. Jetzt aber. So. Dann kann ich an der Stelle... Wo ist denn unsere Schachtel? Die Schachtel ist überschwer, ne? Aber wenn ich hier auf normal stelle... Scheibenglas, da geht der doch kaputt. Ich dachte... Wir konnten den da durchreichen, oder? Erinnert sich noch jemand? Das ging... Nee, bei denen natürlich nicht, weil die näher zusammen sind. Da geht's natürlich nicht. Also, was ist dann meine Aufgabe? Das habe ich jetzt schon wieder übersehen, was ich noch machen kann. Die Zeit verlangsamen bringt mir hier doch gar nichts. Ach komm, irgendwas kapiere ich gerade nicht. Ich blick's gerade nicht. Was blicke ich denn da nicht? Passt auf. Ich fühle mich hier immer wie so eine Gummizelle in der Fluffy Dimension. Schaut euch das mal an, alles ist hier irgendwie gepolstert. Das Problem ist halt, der Laser wird nur aufgehalten, wenn das Ganze schwer ist. Aber wenn alles schwer ist, kann ich nichts transportieren, also kann ich nichts an der Tür vorbeibringen. Deswegen verstehe ich gerade nicht, was mir das bringt. Also klar, ich kann jetzt hier... Ach verdammt, ich war einen Tick zu langsam. Ich kann halt hier hingehen, kann das Teil jetzt da durchschießen. Mist. So, und kann selber jetzt da rausgehen, aber... doch, ich krieg vielleicht eine neue... Jetzt, so, jetzt kann ich den hier wieder umstellen und da drauf tun. Und hier wieder auf schwer stellen. Dann kann ich da rüber, aber ich kann jetzt leider wieder nichts mitnehmen, ne? Das bringt mir halt überhaupt nichts. Ich kann die ja nicht mitnehmen. Ich verstehe es gerade nicht. Ich kann ja auch nicht da durchschießen. Oder kann ich jetzt, wenn ich verlangsame... Ach nee, nicht den da. Nee, so, ich brauche ja den Fluffy. Ohne Fluffy kann ich ja nichts bewegen. Ohne schwer kann ich doch auch nichts bewegen. Ich verstehe gerade nichts. Ohne schwer kriege ich die Laser nicht weg. Guck mal, nur mit Fluffy kann ich den jetzt bewegen, ne? Ich kann natürlich... Was habe ich jetzt? Ich habe jetzt Fluffy und... Fluffy und verlangsamen, aber Fluffy und verlangsamen bringt mir nichts. Ich kriege die Laser nicht mehr weg. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe gerade überhaupt nichts und da hinten fehlt ein Bild. Was verstehe ich denn gerade nicht? Das da hier macht doch nicht die... Das macht nur die Tür auf, oder? Das macht nicht die Laser weg. Nee, das da hinten macht die Laser weg. Aber nur, wenn es schwer ist. Aber in der schweren Dimension kann ich nichts in der Gegend rumwerfen. Meine Aufgabe ist es, eine Schachtel hier rüber zu bringen. Ich muss einen einzigen... einen einzigen Safe darüber bekommen, weil ich ja hier drüben noch die Schachtel habe. Ich brauche hier zwei Gegenstände, die ich da drauf stelle, damit die Tür aufgeht. Zwei Stück. Ich weiß aber nicht, wie man das macht. Wie macht man das denn?
Ich habe das Verlangsamen-Ding, aber ich weiß nicht, was es mir bringen soll. Pass auf. Wenn ich jetzt zum Beispiel das hier nehmen würde, ne? Und ich werfe das Ding. Und in dem Moment, wo ich es werfe, drücke ich auf Verlangsamen. So, dann gehe ich dahin und tausche das da gegen das da oben aus. Geht das überhaupt? Geht es darüber? Ja, aber jetzt kann ich es nicht mehr bewegen. Verdammter Kackmist. Wieso kann ich es denn jetzt nicht mehr bewegen? Nee, so geht's nicht. Das kann es nicht sein. Ich brauche unbedingt das Fluffy-Ding da oben, sonst kann ich es nicht mehr bewegen. Ich verstehe es nicht. Leute, ich verstehe es nicht. Ich habe da nur Fluffy und... Fluffy und... Verlangsamen, ne? Fluffy und Verlangsamen. Fluffy und Verlangsamen. Ich werfe... Als Fluffy? Kommst du mit? Doch, doch. Also es gibt schon eine Möglichkeit. Ich werfe das Ding. Ja, ich kann den Laser nicht blocken. Er wird ja immer wieder kaputt gemacht. Ach, ich wollte auf E drücken. Ich wollte auf 3 drücken, nicht auf E. Das ist mit dem Verlangsamen habe ich noch nicht so drauf. Passt auf. Ich werfe das Ding. So. Jetzt habe ich es nicht weit genug geworfen. War nicht hoch genug. Weil das sofort kaputt gemacht wird. In der Zeit komme ich nicht durch und ich brauche das Ding ja ganz. Wir müssen das machen, aber mit dem Ding, wenn es schwer ist. Was heißt, ich muss wirklich den Wechsel machen zwischendrin. Das kann doch nicht sein. Aber ich muss das echt so machen. Ich muss das Ding werfen, wenn es... Hier. Ich muss das Ding werfen, wenn es... Und zwar von... Hier. Dann auf... Ach, Kacke. Auf 3 muss ich drücken. Kann doch nicht sein, dass ich das nicht hinkriege. Also, ich glaube, ich muss das Ding werfen, wenn es Fluffy ist. Sonst kann ich es ja nicht schleppen. Dann muss ich auf 3 drücken. Dann muss ich laufen, wie blöd. Dann muss ich das nehmen und gegen das obere austauschen. Hoffen, dass es geht. Was natürlich mal wieder nicht geht... Ja, und dann bleibt es leider liegen in dem Moment. Ich brauche es aber auf der anderen Seite und deswegen kann ich es nicht mitnehmen. Ich dachte, es rollt durch. Manchmal rollt es doch einfach durch, aber diesmal rollt es natürlich nicht durch und dann habe ich nicht genügend Zeit, um dran vorbeizugehen. Wenn ich Q ausmache, dann wird es zerschossen. Also, ich verstehe es nicht. Passt auf. Kann hier halt, die anderen zwei sind zu. Es wäre halt ganz einfach, wenn ich alle drei Dimensionen gleichzeitig hätte, aber ich habe halt nicht alle drei. Ich verstehe es nicht. Pass auf. Ich werfe es nochmal. Ich versuche es ein bisschen weiter am Rand zu werfen. Und zwar hier. Ich werfe es in die Luft und drücke auf 3. Ich laufe, wie bescheuert, dahin. Versuche das da drüben rauszunehmen. Komm, manchmal geht's. Das Ding da rausnehmen und manchmal nicht. Na toll, es ist zerschossen worden, weil ich nicht rechtzeitig da auf... Kacke. Weil ich das nicht rechtzeitig austauschen konnte. Ich weiß nicht, warum er manchmal austauscht und manchmal nicht. Verstehe es nicht. Also, wir gehen auf Fluffy. Ich nehme das Ding mit. Ich werfe. Ich drücke auf 3. Ich laufe wie blöd. Nimm das Ding in die Hand, tausche gegen Fluffy aus. Natürlich geht's jetzt nicht, drücke auf Q. Ist natürlich zerstört worden, weil es wieder nicht funktioniert hat und ich zweimal auf Q gedrückt habe. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wieso geht das Ding nicht raus? Manchmal tauscht das sofort gegeneinander aus und manchmal tauscht das überhaupt nicht gegeneinander aus. Das verstehe ich zum Beispiel schon mal gar nicht. Warum kann der die manchmal austauschen?
Guck mal, hier muss ich es in die Hand nehmen und manchmal tausche die direkt gegeneinander aus. Das verstehe ich nicht. Hallo? Blödes Ding. Diesmal geht's wieder gar nicht. Ach komm, wie soll man denn das spielen, wenn das nicht geht? Das ist doch so blöd, wenn das Austauschen schon so Glückssache ist, dass das da manchmal reingeht und manchmal geht's nicht rein und ich kann die Teile nicht drehen. Das macht er selber. Hallo? Hallo? Doofes Ding. Das ist doch Blödsinn. Doch, ich brauche das verlangsamen, weil ich ja irgendwie sonst nicht auf die... Also, ich muss einen blöden Kaktus, wollte ich schon sagen, einen blöden Safe muss ich auf die andere Seite kriegen. Und ich brauche leicht, damit ich den Safe überhaupt bewegen kann. Jetzt geht das wieder da nicht rein. Verstehe es nicht. Also, ich nehme das Ding in die Hand. Hallo? Ich finde, das Spiel ist einfach von der Steuerung her teilweise total bescheuert. Schieß das jetzt hier rüber. Drücke auf 3. Lauf dahin wie blöd. Versuch das da auszutauschen, was natürlich wieder nicht geht. Jetzt habe ich 2 Sachen in der Hand. Wie das funktioniert hat, habe ich auch nicht verstanden. Geht das jetzt da nicht rein? Komm jetzt, was ist denn da los? Hallo? Ach komm. Was ist denn das für ein Scheiß? Also so macht das Spiel echt keinen Spaß, ey. Das ist so eine Glückssache, dass das Ding da reingeht, oder nicht? Jetzt geht's gerade wieder gar nicht rein. Ich kann dahinter gar nicht stecken. Wenn ich es dahinter stecke, geht's rein. Versteht auch keiner. Da geht's rein, wenn ich hier unten irgendwo bin. In langsam geht's überhaupt nicht mehr rein anscheinend. Also wir probieren es nochmal. Was tue ich da rein? Fluffy. Fluffy, damit ich hier nochmal meinen Safe kriege, den 25.000. Safe. Hallo? Maus? So, dann schmeiße ich den Safe und zwar aus einer Entfernung, aus der wir nicht viel Zeit haben, aber er soll ja auf der anderen Seite weiterrutschen. Und nicht im Laser liegen bleiben, das wäre das Beste. Sprung? Ach, nicht so. Fluffy. Wurf 3. So, dann laufe ich. Ziehe Fluffy raus, schmeiß am besten weg, nehme das Ding, stopp's rein, drücke auf. Well, you did that. Yes, I guess you could be proud if you wanted. So, jetzt kann ich es nicht mehr bewegen. Jetzt brauche ich aber auch langsam nicht mehr. So, jetzt kann ich das hier. Nee, das brauche ich. Schwer brauche ich, aber verlangsam brauche ich nicht mehr. Aber Fluffy brauche ich. Zack. Jetzt sage ich, dass alles schwer ist. Dann kann ich hier wieder durchgehen. Dann sage ich, dass alles normal ist. Dann nehme ich das hier mit. Ist das zum Kotzen? Entschuldigung. Ist das schrecklich, wollte ich sagen. Dann stelle ich den da drauf. Hops, hops, hops. Dann nehme ich den mit. Du meintest ganz ohne das Verlangsamen? Warum hatten wir das denn mit dem Verlangsamen gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Meinst du, es wäre auch ohne Verlangsamen gegangen? Ich hätte ihn ja immer in der schweren Variante durchwerfen können, ne? Fluffy und schwer? Hätte eigentlich ausreichen müssen, oder? Keine Ahnung. Wir machen jetzt auf schwer und die Tür geht auf. Eigentlich, ja, wie du es gerade sagst, man hätte es wahrscheinlich sogar ohne das machen können. Warum hatten wir es denn dann? Nur um es zu ärgern, oder? You know what I miss? Titars. They always make music so much better. But I digress. When I was your age, I used to have to construct my own computers. If I wanted them smaller than a refrigerator. You kids are entirely too spoiled. So.
22.47 Uhr. Ich muss heute noch arbeiten, leider. Und ich glaube, ich werde deswegen an der Stelle aufhören. Ich weiß, das ist ein blöder Punkt, um aufzuhören. Vor allem, nachdem jetzt mich dieses Level da gerade eben so gefoppt hat. Aber ich muss arbeiten.